So, hallo, ich begrüße euch zur nächsten Runde Geogesser. Nachdem das ja doch recht gut angekommen ist gestern und ich noch ein bisschen Zeit habe, nehme ich jetzt gleich mal die nächste Folge auf. Und ich habe mir jetzt hier eine QMU-Playlist zusammengestellt auf Spotify. Das sind jetzt 136 Songs drin. Ich werde die einfach per Zufall abspielen. Und wie gesagt, das sind Spiele, Hintergrund, Lieder, Remixes, ne? Zum Beispiel ganz viel Zeug von Zelda, Banjo-Kazooie ist dabei, Mario, lauter so Zeug. Also an sich relativ bekannte Lieder. Ich weiß nicht, ob ich da, ich werde auch nicht alles erkennen. Ich habe auch noch nie alles von ihm gehört. Bei weitem nicht. Ich habe vielleicht 10 Lieder oder so in meinen Favoriten. Aber wie gesagt, dann läuft einfach ein bisschen QMU-Musik im Hintergrund. Er selbst sagt, man kann seine Musik verwenden. Für ihn ist es kein Problem, solange man ihm Credits gibt. Das mache ich, das steht in der Beschreibung drin. Und was er natürlich nicht sagt, was er auch nicht sagen kann, ist, ob jetzt irgendwelche, ne, Unternehmen, von denen er ja sozusagen die Musik verwendet, wenn er jetzt irgendwas von Mario remixt, hat ja trotzdem irgendwo Nintendo noch gewisse Rechte daran, ob die nicht irgendwann dann sagen, hier Video demonetarisieren und so weiter. Da steckt man nicht drinne. Aber so an sich können wir das auf jeden Fall einfach mal ausprobieren. Ich werde jetzt einfach mal mit einem Lied, ich meine, eines muss ich als erstes auswählen, starten und ich nehme das Bob on Bottle, Battlefield. Und ja. Na? Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich hoffe, wir haben einfach so jetzt ein bisschen Hintergrundmusik dabei. Und ab jetzt ist dann Zufall, was kommt. Ich weiß es selber nicht. Okay. Wir starten mit der Daily Challenge. Und gucken mal, ob wir was hinbekommen. So, und dann habt ihr zumindest ein bisschen Musik, wenn ich zu leise bin und na, kaum was von mir kommt. Ah, ich kann schon mal nicht nach... Okay, was sind das denn hier alles für Boote? Okay, das sieht alles schon mal so... Das kann doch alles sein. Aber wir sind auf jeden Fall am Meer. Hier ist ganz viel Meer. Aber hier müssen wir jetzt nach vorne auf eine Hauptstraße kommen. Das sieht doch alles ganz gut nach einer Hauptstraße. Das ist eine tolle Hauptstraße. Welche Richtung sieht die Hauptstraße aus? Ich da nicht. Ich glaube, ich fahre mal lieber nach da. Ach, gucke mal. Das ist doch irgendwas. Das ist was Türkisches. Das ist auf jeden Fall türkisch. So, dann kann ich schon mal hier ein bisschen eingrenzen, dass wir... Türkei und Meer. Es kann dann natürlich noch alles Mögliche hier sein. Vielleicht können wir es noch ein bisschen genauer machen. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Ortsnamen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Da war ein Schild. Sain Paradise. Sain Paradise sagt mir nichts, nützt mir nichts. Oh je, jetzt bin ich hier wieder irgendwo im Nirgendwo. Das sieht mehr nach Zivilisation aus. Kurz da. Okay, was steht da? Also auf jeden Fall türkisch. Auf jeden Fall türkisch. Ich habe noch 1 Minute 14. Ich krieg keine Ortschaft. Könnte man halt zumindest eine Richtung gucken. Irgendwelche Ortsschilder oder... Irgendwelche Ortsnamen... Ja, danke. Das hat's gebracht, das zu... Das hat's brutal gebracht, das zu zensieren, wenn es auf der anderen Seite sichtbar war. Good job, guys. Good job. Ist egal, ich nehme jetzt irgendwas da unten in der Ecke hier so. Wir probieren es einfach da. Ah, ja, gut. Aber recht nah dran. Noch über 4000 Punkte mitgenommen. Ja, wenn man sich das anguckt. War von der Schätzung her jetzt nicht komplett schlecht. Auf jeden Fall war es halt am Meer und ja, egal. Play next round. So.
Mein Gedanke sagt mir spontan Australien, aber einfach so von der Landschaft her. Also es ist halt wieder einfach. Wir sind irgendwo im Nirgendwo. Okay. Jetzt haben wir hier Jump Up Superstar oder wie das Lied heißt von Odyssey. So. Kriegen wir noch irgendeine Ortschaft oder ein Schild oder irgendwas? Faszinierend. Oh, eine Kurve, sensationell. Das war eine ganz schön lange Kurve. Da kommt einfach nichts. Was macht man denn, wenn man auf so einem Stück auf der Welt jetzt eine Panne hat? Du bist ja komplett. Ne? Ist ja komplett vorbei. Du kannst dich auch nicht loslaufen und hey, ich finde schon was. Ich ist nichts. Also besser passiert sowas nicht. Kann man nur hoffen, dass halt ein Auto vorbeikommt, ein anderes Auto. Aber das ist keine so schöne Vorstellung. Es kommt ja nichts. Oder wenn hier was passiert, ein Unfall oder so und es sind Leute verletzt. Bis da ein Krankenwagen dort ist. Es ist nicht. Da war ein Schild. Aber ich glaube, das Schild nützt mir nichts, ne? Danke. Ah? Wobei? Jetzt sind zensiert. Sind wir noch zensiert? Irgendwas Kong, Hong, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht eine Richtung, nicht einen Indiz. Ich könnte auf die Autos gucken, aber die Schilder sollten ja normalerweise zensiert sein. Da war nochmal ein Schild. Schnell. Pickwick, ich habe keine Ahnung. Mein erster Gedanke war Australien, also gehe ich irgendwohin nach Australien, aber das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Aber vielleicht bin ich in der Nähe. So gar nicht. Okay, was soll's. Das sieht doch jetzt schon nach Indien, Bangladesch, irgendwas aus. Was haben die für Schrift in Indien? Ist das Indisch? Da haben wir auch keine. Was ist das denn? Zahnarztwerbung? Es sieht auf jeden Fall sehr indisch aus. Jo, das ist eine. Da möchte ich. Das ist eine sehr, sehr stark belaufene Straße. Da sind irgendwelche Slums. Also in solchen Gegenden zu wohnen, also man muss echt mal sehen, wie gut wir teilweise, wie arm manche Menschen auch in anderen Ländern sind. Das ist schon. Also ich meine, du wirst ja da teilweise einfach reingeboren so. Du kommst ja aus diesem Slum gar nicht mehr raus. Dann kennst du es zwar auch nicht anders, aber. Ah, ich möchte jetzt nicht solche Themen hier ansprechen. Aber das ist schon irgendwie bedrückend, hier so durchzufahren. So. Jetzt bin ich draußen, das ist doch Kacke. Ah, shit. Kann man noch so eine neue Ortschaft? Irgendwann mal ein Schild oder sowas? Meine, ich gehe auf jeden Fall nach Indien, aber Indien ist halt auch noch recht groß.
Rokim, Volkim. Das ist alles nichts, was mir auf eine Ortschaft hilft. Dann gehen wir relativ mittig in Indien rein, weil egal wo es in Indien ist, habe ich dann, glaube ich, die. Ja, keine Ahnung, wir probieren es einfach mal hier aus. Oh, es war sogar Bangladesch. Gucke mal. Ich hatte ja noch Bangladesch gesagt, ne? Okay. Hätte ich es an der Schrift wahrscheinlich erkennen können. Ich weiß gar nicht, wie die in Indien. Aber guck mal, in Indien haben die auch so komische andere Schriften. Ah, nja. Oh, schon wieder so eine Straße im Nirgendwo. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Wir sind wieder unterwegs. Und im Hintergrund läuft F-Zero. Das passt ja zum Fahren hier, ne? Schön hier Auto fahren. Das war ein weißes Schild, aber was war da drauf? Wette nichts Relevantes. Wo ist es? Wo ist es? Da. Naja. Irgendwas könnte man bestimmt daraus lesen, wenn man nicht ganz dumm ist. Kano, La Torre, irgendwas, Region, aber so viel gebracht hat es mir jetzt auch nicht. Oje. Bisher kann es eigentlich alles sein, außer Deutschland und dann USA und solche Sachen. Das kann ich ausschließen, aber das nützt mir nicht viel. Oh, okay, steht da vielleicht was drauf? Irgendwas. Irgendwas. Kann es halt, ja, das ist natürlich alles zensiert. Es muss ja auch zensiert sein, das wäre schlecht, wenn nicht. Ach. 52 Sekunden. Das sieht jetzt so ein bisschen spanisch. Estadero y Restaurant La Cucarita. Oder kann es auch sein, ist das dann mexikanisch? Könnte mexikanisch auch sein? Ah, verflucht. Wäre das möglich? Spanisch, mexikanisch, aber das wäre. Ah. Das sieht nicht wie Spanien aus. Ich gehe auf irgendwo. Aber ich weiß es nicht. Ich gehe einfach hier hin. Okay. Okay, wir waren in Kolumbien. Wir waren in Kolumbien. Das ist aber zu weit weg. Das gibt 403 Punkte. Okay. Ganz, ganz schlechte Daily Challenge heute für mich. Da würde es mich aber echt wundern, wenn da jetzt wieder Leute 25.000 Punkte haben, so. Also komplett exakt richtig liegen. Kann man die öfter spielen, die Daily Challenge? Das wäre dann natürlich dumm. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Gut, du kannst natürlich mit einem Account. Naja, theoretisch kannst du es mit einem Account dann mit dem anderen Account nochmal machen, um die Punkte zu holen, aber das nützt mir alles. Das wäre halt auch wieder Blödsinn. So, was soll man, was hat man dann davon? Hat man zweimal Geld gezahlt? Super. Oh, das ist griechisch. Wir sind auf jeden Fall in Griechenland. Wir sind auf jeden Fall in Griechenland. Kriege ich hier auch eine Ortschaft raus? Nee, da kriege ich keine Ortschaft raus. Fahren wir mal nach da. Ah, das sieht weniger aus, als ob ich da auf dem. Shit, ich glaube, da komme ich erst mal auf den Landweg. Nicht zu einer Stadt. Naja, wobei. Ha, ist eine
Zurück. Halt, stopp, wobei da ist auch ein Schild. Tolle Telefonnummer. Dass ich in Griechenland bin, weiß ich schon. Also, das Land hätte ich jetzt für Dings, für hier, ne? Weißt du schon. In der Nähe sind Berge, also wir sind nicht beim Meer. Meer sehe ich hier nicht mehr wirklich so in der Nähe. Was das angeht. Also ich würde mich im Moment irgendwie so in die Mitte reinsetzen. Das nützt mir auch nichts. Ja, grr, grr weiß ich schon. Also das Land haben wir. Das Land haben wir. Aber die Ortschaft. Ich müsste ja auch vor allem die Ortschaft dann auch noch so lesen können, dass ich den Namen dann wieder finde auf der Karte. Aber wir sind irgendwo in der Mitte des Landes, würde ich jetzt mal sagen. Da sind Berge. Die Berge sind nicht am Rand. Und hier geht's einfach nicht weiter. Was ist denn jetzt los? Hier ist einfach Schluss mit der Karte. Ja, danke für nichts. Ja, komm, dann kann ich auch gleich eingeben. Wie gesagt, irgendwo, wo Gebirge ist. Ich weiß nicht, wo Gebirge ist. Olympos, Oros. Ich gehe einfach mal irgendwo so dahin. Globetrotter mal zwei. Oh, es war doch sehr nah am Meer. Upsi. Ja, gut. Aber hier Mount Olympus National Park, das hier war das Gebirge wahrscheinlich. Okay. Aber ich habe keinen Meer so richtig gesehen. Aber gut, das war dann halt, ne? Trotzdem richtig viele Punkte, weil wir sehr nah dran waren. Also das war jetzt schon eine bessere. Ja, ich meine, wenn ich es hier rauszoome, liegen die sich fast übereinander. Das waren nochmal gut, die Punkte hier. Summary. 11.913 Punkte. Naja, nicht mal über die Hälfte geschafft. Aber hey, was soll's. Das war nicht so eine coole Map. Bisschen viel. Irgendwo im Nirgendwo. So, und gibt's hier jetzt auch wieder. Okay, eine Person gibt es mit 25.000. Ich meine, auch das hier ist natürlich crazy. Aber es ist nur eine Person mit 25.000. Ich will glauben, dass die Leute ehrlich sind, aber ich kann es mir halt bei 25.000 irgendwie nicht vorstellen. Auf 0 Meter genau, auf 5 Meter genau, auf 1 Meter genau, auf 3 Meter genau. Wow. Wie kommt man denn so nah ran? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber was soll's. So, Battle Royale. Ich habe übrigens gerade keine Ahnung, was das für ein Lied ist. Also fragt mich nicht, was war das Lied bei so und so. Das Lied jetzt heißt gerade Never Forget. Weiß nicht, woher das ist. Es steht kein Lied dabei. Kein Spiel dabei. Okay, nehmen wir noch auf. Nicht, dass ich jetzt rausgeklickt habe. Ja. Passt. Okay. Let's go. Jensens Mad. Gelbe Nummernschilder. Speakers Allee. Milas Pizza, ja gut, italienische Pizza gibt es überall, das sind mir jetzt nicht so viel. CPH White House, Armors Massage, Dingens. Zone. Was ist das für eine Sprache? Was stand da dort? Irgendwas vorbedient. Oh, jetzt bin ich wieder zu weit weg. Ich wollte das Schild lesen. Kann ich jetzt das Schild lesen? Ja, perfekt. Ah, das ist irgendwie so Skandinavien, irgendwas in der Ecke. Ich, na, so, das klingt so hier nordisch. Schweden, Skandinavien. Wo ist denn Skandinavien? Bin ich jetzt dumm? Wo ist denn Skandinavien? Okay, wir gehen mal auf Norway als erstes. Ah, shit, Norway war schon dran. Ich dumm Kopf. Schweden hat auch schon jemand gehabt. Finnland hatte noch keiner. Ist aber auch falsch. Wo ist denn. Aber es klingt so. Könnte es auch Dänemark sein?
Ich hab's gerade gesagt. Scheiße. Warum nimmt man nicht einfach... Ah! Warum nimmt man nicht einfach das, was das Bauchgefühl sagt? Okay, das ist... London. Ich würde auf... Ich gehe auf... Wir sind auf jeden Fall in Großbritannien, oder? Was steht hier dran? Nein, wir sind nicht in Großbritannien. Das sieht sehr... nicht britisch aus. Scheiße. Casa, irgendwas. Oh, Mist. Das ist eine riesige Stadt. Casa. Wo in welches Land könnte das gehören? Oh. Okay, wir müssen nur das Land rausfinden. Ich muss irgendwie eine Internetadresse oder Playa. Das ist so... ist wieder so Mexiko-Dingsig. Irgendwas. Spanisch. Oh. Wände, das ist alles keine Homepage dabei. Ich brauche eine Homepage oder sowas. Aber Playa, das ist so, ach nö. Probieren wir es mal als erstes mit Mexiko, keine Ahnung. Mexiko wurde schon geraten. Dann Spanien. Spanien wurde noch nicht geraten, also vielleicht ist es richtig gewesen, deswegen wurde es nicht. Mist! Portugal wurde auch noch nicht geraten, aber das ist... ich weiß nicht. Nee. Ah, Mist, jetzt habe ich nur noch einen Guess. Aber ich bin eh raus. Das ist halt irgendwas Afrikanisches dann vielleicht. Peru. Hm. Ah, okay. Das ist dann halt schwierig, wenn man in so einer Richtung ist, das dann noch zu spezifizieren. Großbritannien. Es hat irgendwas von London. Der erste Eindruck. Es war halt einfach eine große Stadt. So, jetzt sind wir wieder. Keine Ahnung wo. Kann ich da. Quiniela, Lotteria, Correntina. Das klingt fast ein bisschen italienisch. Aber es sieht nicht italienisch aus, wo ich hier bin. Bin ich in irgendeinem Park und komme nicht auf die Straße. Was ist das denn schon wieder? Reciclemos los Platicos. Nein, das ist nicht mehr italienisch. Ich bin raus mit italienisch. Das ist aber auch keine Website. Kann ich hier raus auf die Straße? Nein. Kann ich hier irgendwas lesen? Nein. Kann ich da was lesen? Das ist auch schon wieder... Ah, das ist schon wieder so ein... Kann im Moment schon wieder alles sein, außer Deutschland und Italien. Und USA und Großbritannien und weiß ich nicht. Komme ich hier jetzt raus? Man bleibt einfach in diesem Park stecken. Es hat halt bisher jetzt ein einziger richtig. Wenn jetzt keiner sonst was rät, ich rate einfach jetzt irgendwas. Ich weiß es nicht. Hier Marokko. Völliger Blödsinn, aber Argentinien, okay. Aber na, das Ding ist, jetzt ist ein einziger weitergekommen. Der kann jetzt nur noch gewinnen. Sick. Ah ne, zwei sind weitergekommen, okay. Boah, ärgerlich. Okay. Das ist doch... Das ist französisch, oder? Odense? Nee, Zentrum? Otterup? Die Schilder haben was Französisch. Bin ich dumm? Krieg ich noch eine Verifizierung schnell hin vor... Ich meine, ich habe noch. Es kommt ja sowieso wieder weiter. Jeder, der es richtig schätzt, kommt ja weiter. Ich kann mir ja noch ein bisschen Zeit lassen. Das ist nicht mehr. Ich bin... Jetzt sind wir hier irgendwo wieder... Okay, Dänemark. Das sieht Dänemark aus. Warum sollte irgendwas
Ne? Yes. Boah, ey, es ist so. Vor allem setzt das Hören immer aus bei solchen Sachen. Das Hören setzt einfach komplett aus. Man denkt plötzlich die wildesten Sachen. Und nachher guckt man sich's an und denkt so, hey, da stand God of Ghana. Hey, warum hast du nicht Ghana genommen, du Vollidiot? Ja, dann ist zu spät. So. Das ist wieder die beste Straße überhaupt. Oh boy, da war ein Schild. Nützt mir das Schild irgendwas? Nice Schild. Bestes Schild, kann ich richtig viel lesen. Oh, das ist. Ich meine, wir haben Palmen. Deutschland ist es schon mal nicht. Ja, aber der ist dann schon richtig. Irgendwas Tropisches halt. Ich krieg halt keine Ortschaft hin. Ja, fahr halt weiter. Wir haben keine Zeit mehr. Wir sind schon über die Hälfte raus. Ich krieg keine Landschaft. Da war ein Schild. Okay. Keine Ahnung. Ja, ich werde nicht weiterkommen. Was soll ich denn schätzen? Ich wüsste nicht mal, was ich schätzen kann. Oh, das sagt wahrscheinlich. Ist das, sagt das über die Landesflagge aus, zufällig? Ja, wieso haben sie jetzt plötzlich fünf Leute richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich schätze einfach irgendwas, keine Ahnung. Natürlich ist es falsch. Malaysia, wieso? Wie soll ich denn darauf kommen? Uff. Uff. Okay, eine Runde noch. Okay, wir sind auf einer Autobahn. Wir werden doch irgendein Schild gleich bekommen, was uns was. Okay. La Union. Wo ist. Viel zu weit gefahren. Wo ist jetzt La Union hin? Da. CL. Okay, wofür steht CL? CL behalten wir uns im Hinterkopf und überlegen, was für ein Land es sein kann. CL. Oh Gott, CL. Gibt es irgendein Land, was CL passt? So in der Richtung Plaza de. CL? Wofür könnte denn CL stehen? Kolumbien! No! Chile! Yes! Was hat Kolumbien denn für eine Domain? Ich habe keine Ahnung. Jeden Fall nicht CL. Boah. Oh, guck mal. Zelda. Zelda. Ja, also Link halt. Da oben. Der Toon Link. Ach stimmt, die anderen sehen ja da meinen Conin, wenn ich das mache. Stylisch. So, eieiei. Okay, das ist doch. Black Boy Roundabout. Reading Early. Basingstoke, Lower Early, Woodley. Winnersh. Ja, natürlich geht es jetzt ganz fix, aber. Also auf jeden Fall irgendwas. Ja, komm, nice. Komm, oh nein. Ich gehe ganz schön auf Großbritannien. Ich weiß es nicht. Ich muss. Die fahren auf jeden Fall links. Ich war zu langsam. Nein, was hätte ich gehabt? Ah! God dang it. Oh, Cornelia. La Hippopakita, Jire Aktivsel,
Pharmagia. Das ist schon wieder irgendwas sowas Afrikanisches auf jeden Fall. Mein gut, es könnte auch so Südamerika sein, ne? Von der Art her ist das alles noch möglich. Ach komm, Olympia. Warte, sie ist Gamma, ist Olympia. Brauche eine E-Mail oder sonst. Ach, eine E-Mail, sag ich schon. Eine Internetadresse oder irgendwas. Toyota steht da. Schön, dass Toyota. das bringt's auf jeden Fall. Oh, Leute, das kann schon wieder. Ach, das kann schon wieder alles sein. Also nicht alles, aber zu viel. Oh mein Gott. Jalapa. Es ist zu viel zum Raten. Es ist zu viel zum noch Raten. Puma. Nein, ich wollte das gelbe Ding lesen. Wo ist das gelbe Ding hin? Guatemala. Niemals wäre ich auf Guatemala gekommen. Vor allem, er ist der Einzige, der es raus hat. Damit gewinnt er direkt automatisch. Damit gewinnt er direkt automatisch. Sick. Okay, wo sind wir? Ich wollte das Schlitter lesen. Kronan, Gruder Pferd. Musas, Midian, 1500 Metar. Ollis. Cuisinos, Grill. Sieht doch auf jeden Fall nach einer Gegend aus, wo wir relativ schnell irgendwelche Straßenschilder sehen müssten. Oder, da stand sehr viel auf dem Ding drauf, da könnte eine Homepage dabei sein. Oder auch nicht. Supermarket. Es ist noch viel zu wenig Anhaltspunkt. Okay. Wo wird denn so geschrieben? Ich bin schon wieder in diesen Richtungen da oben. Bin ich wieder unterwegs, so ein bisschen. Weiß es nicht. Wir probieren einfach mal durch. Schweden wurde schon geraten. Finnland wurde noch nicht geraten. Ist aber auch falsch. Ach, Rüschen. Ach, das ist alles Blödsinn. Was ist mit Island? Wurde noch nicht geraten, wird es aber nicht sein. Holy sh! Okay, es war auf jeden Fall so von der Schrift, wie die geschrieben wurden, war es irgendwas sowas Nordisches. Ja, es ist ja. Das macht einen ja kaputt. Meanwhile läuft einfach Majora's Mask. Ja, wo sind wir denn? Auch mal mehr als nichtssagende Häuser. Das hat sowas von Tschechei irgendwie, ich weiß es nicht. So, das ist mein Bauchgefühl. Okay, da kommt Schild. Ey, ich bin zu weit gefahren. Zurück. Schild. Weiß ich, ob schließt das jetzt Tschechei aus? Das war eigentlich, als hatte sowas noch, oder? Ich hatte, glaube ich, dieses C mit dem Unterbogen. Da ist nochmal ein Schild. Gunja Zupania. Das klingt jetzt wieder nicht mehr tschechisch. Schade. Lest mal noch das Schild. Nein, jetzt bin ich zu weit gefutscht. Okay, ich muss irgendwas. Ich probiere Tschechen, aber das ist Bullshit, das weiß ich auch. Haben die Polen schon probiert? Polen ist noch nicht oben. Kroatien, ja. Ich meine, Polen war auch Blödsinn, ich weiß, aber ich muss halt irgendwas anklicken, bevor ich gar nichts anklicke. Haltet mich nicht für ganz bescheuert. So, letzte Runde. Dann hören wir auf. Sonst wird es wieder zu lang.
muss es auch noch hochladen. Dum, dum. Das ist wieder die nichts. Nichts bringt mir das hier, wo ich bin. Gar kein Hinweis. Wie kann das denn jetzt schon jemand richtig haben? Okay, der hat vielleicht das da gesehen. Okay, was ist das für eine Schrift? Ist das so hebräisch, Israel-Dingens-technisch? Könnte das sein? Aber sieht das hier wie eine israelische Landschaft? Oh, ich habe keine Ahnung. Was wurde da geraten? Sieht man nicht. Man sieht nur das Land. Man müsste jetzt wissen, wie... Ah, da war wieder ein Schild zurück. Hier war das Schild. Nee, hä, wo war das Schild? Hä, wo war das Schild? Bin ich dumm? Jetzt ist es nicht mehr, jetzt bin ich dran vorbei. Keine Ahnung, wo das Schild war. Oh Gott, ich... Na doch, eine Runde mal. Also wieder, ich will auf jeden Fall noch eine Runde, wo ich durch die erste Runde durchkomme. Sonst zählt's nicht. Das ist auch schon wieder irgend so was Afrikanisches. Irgendwo halt. Ich habe zwar die Schrift gesehen, aber die hat mir nicht viel genützt. Komm, wir gehen einfach irgendwo in die Richtung Ägypten, Israel, keine Ahnung. Es ist Quatsch, aber dann habe ich wenigstens was geschätzt. Thailand, ja, okay. Die sehen gar nicht meinen Conan Kun, weil ich gar keinen Conan Kun drin habe. Ich bin dumm. Ich habe so ein normales Bild. Ich muss mal... Okay, Radiov... Twasorona Lota. Das müsste... Oh Gott, das... Müsste man daran nicht eigentlich schon was erkennen? Ach, nö. Es ist halt auch schon wieder so... Klar, jetzt könnte sich jemand hinsetzen und das googeln. So, und dann hat er es direkt. Ne? Der kann jetzt ein zweites Tab aufmachen, tippt den Ortsnamen ein und hat es. Und ich wette, das machen einige. Ich finde aber, das ist nicht Sinn der Sache. Ich weiß es nicht. Da ist eine Homepage. Ich kann es aber nicht lesen. Ich kann es nicht lesen. Aber da ist www irgendwas und dann... Ich kann es nicht lesen. Lucina, weiß ich nicht. Scheibenhonig. Aber na, jemand müsste jetzt eigentlich nur die Ortschaft eingeben. Und dann hat er schon das Land. Aber das will ich eigentlich nicht machen. Es wäre halt dumm. Wenn das alle machen, müsste man es eigentlich auch machen. So, weil sonst hat man keine Chance. Aber es wäre halt irgendwie dumm. Also ich hoffe darauf, dass es nicht alle machen. Bin ich wieder zu weit. Ich fahre immer zu weit. Da war doch ein Schild. Jetzt ist eh wieder zu spät. Das war jetzt die Tschechei. Wieso war das denn jetzt die Tschechei? Ach, komm schon. Okay. Okay, wir starten direkt. Vitriver mit Strommen. Til Salges. Was ist das denn für eine Straße? Museumsapotheket. Vor Walter Gardens Sommerboutique. Das ist auch schon wieder irgend sowas Nordisches. Oder? Schon, oder? Beziehungsweise könnte auch Dänemark sein, oder? Parkering vorbei. Ich probiere Dänemark aus. Ich probiere Dänemark nicht aus, das ist schon weg. Norwegen ist noch frei. Ha! Man kann ja die Länder ausschließen, die schon oben drin sind. Ist ja wie Galgenmännchen, ne? Buchstabe H wurde schon genannt, insofern ist H raus. Parkela N30. Ja, nice. Das ist wieder irgendwas. Ich
Ich weiß nicht, wie man in der kurzen Zeit da was finden soll. Da wäre eine Homepage. Da wäre eine Homepage drunter. Kriege ich es hin, dass das Schild nicht zensiert ist dort an der Stelle? Nein. Schade. Scheiße. Zwei haben es schon. Ich weiß, dass ich da richtig schnell durchziehe jetzt, aber... Das ist halt, wie man es macht, ist halt verkehrt, ne? Es nützt alles nichts. Lemos. Ich gehe auf Griechenland. Ich probiere einfach mal Griechenland aus, weil ich habe keine Zeit mehr. Wurde auch noch nicht ausprobiert. War es nicht. Keine Ahnung, Bulgarien. Es ist halt Blödsinn, was ich mache, aber was soll ich tun? Ich muss irgendwas ausprobieren. Algerien. Was war's? Chile. Ja. Komm, eine Runde machen wir noch. Wir sind bei einem blauen Busunternehmen. Ansonsten sieht die Straße jetzt nicht sehr... Okay, Schriftart. Toll. Deutschland ist es schon mal nicht. Ah. Und das macht so nervös, wenn es Leute direkt richtig haben. Aber ich muss mal in den Avatar, muss ich mal meinen Conan reinpacken. Warum ist der da noch nicht drin? Das ist ja doof. www. irgendwas.ac. Ist das ein AC? Ich weiß es nicht. Was gibt's denn für ein AC in der Richtung? Gibt's hier irgendwas, was zu AC passen könnte? Hier nicht. Aber Argentinien hätte ja so RAG. Ich weiß es nicht. Nee. AC. Ich weiß nicht, was AC sein könnte. Es ist wahrscheinlich auch kein AC. Wahrscheinlich lese ich es irgendwie falsch. Thailand, dann war sogar kein AC. Also keine Ahnung, was das dann war. Ach, Käse. Wie lange nehmen wir auf? Ja, moin. Okay, jetzt wirklich letzte Runde. Das macht halt süchtig. Es tut mir leid. Das ist schon wieder so was Nordisches. Okay, kriegen wir es besser hin. Oh, was ist da? Da ist eine Karte. Wo sind wir? Das ist irgendwo oben am Meer. Das kriegen wir... Könnte es dann hier oben irgendwas sein? Könnte es Finnland sein? Könnte es hier dieses Stück da sein? Oder sowas? Ich probiere es aus. Yes! Keine Ahnung, ob das jetzt genau dieses Stück war, aber wir waren Finnland technisch unterwegs. Nice. Bisher war es meistens Finnland, wenn ich richtig lag. Was zur Hölle? Oi, 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 oi. Hätten wir es noch genauer rausfinden können? Ich meine, wenn man sich zum Beispiel auskennt, wie die Verkehrszeichen und so aussehen in den einzelnen Ländern, dann sind das auch schon wichtige Hinweise. Okay, das sieht nicht nach Ortschaft. Okay, das sieht... Okay, Griechenland. Geh direkt auf Griechenland. Schade. Okay, wo gibt es noch diese Schrift? Was? Wo ist das noch? Wo ist das noch möglich? Das ist doch... Ah, nee, das ist... Ist das Russisch? Oder Ukraine oder sowas? Russland wurde schon gemacht. Aber es hat sowas... Oh, ich weiß es nicht.
jetzt habe ich nur noch einen Versuch. Ich nehme die Ukraine, keine Ahnung. Oh Gott, das war richtig. Uff. Beste Runde bisher. Ja, das stimmt, das ist kein... Ja, ich hätte das hier... Na, Käse. Ich hätte das sehen müssen, dass das nicht griechisch ist. Das waren keine griechischen Buchstaben. Das war dumm. Ich habe da... Hab da zu schnell... Zu schnell mein Herz verschenkt. F-Zero. Bidip, 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 bidip. Okay, wo sind wir jetzt? Oh Gott, das ist schon wieder irgend sowas. Oh, oh, oh. Asiatisch. Das ist nicht Japan? Das ist definitiv nicht Japan. Yonhuirogil. Ist das China? Gehen wir auf China? Ich habe halt nur einen Versuch. Das ist das Ding. Aber ich muss schnell machen. Scheiße. China, 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 China. Nee, nee, China. China wurde schon. Korea. Welches? Welches? Südkorea. Oh, yes! Viel zu viel Glück gehabt. Ich meine, es waren 50-50%, ne? Also das war... Okay, das ist ein Spielplatz. Toll. Nice. Bisher könnte es USA sein. Wenn ich jetzt nicht irgendwelche anderen Länder finde, bisher sieht sehr, das sieht sehr amerikanisch aus. Ich meine, klar, kann auch irgendwas sein in der Nähe von Amerika. Aber das sieht schon sehr amerikanisch aus. USA ist raus. Scheiße. Scheiße. F. Wo sieht denn das noch so aus? Zeit ist zur Hälfte durch. Okay, da sind da kriege ich einen Hinweis. Medical Center, The Witch. Ich werde jetzt voll auf USA gewählt. Okay, was steht da? Ja, schnell. Was steht da? Ich komme nicht ran. Näher. Weiter weg. Au! Australien! Wo bin ich? Da! Nee, das ist raus. Wieso ist das raus? Neuseeland. Neuseeland ist doch nicht AU. Was ist denn AU? Fuck, was ist... Bin ich dumm? Was ist denn AU? Hä? War Australien nicht raus? Habe ich da oben nicht Australien gesehen? Oh Gott. Ich hätte es haben können. Ich bin so lost. Ich hätte das einfach haben können. Was habe ich denn da oben für eine Karte, für eine Flagge gesehen, wo ich dachte, das ist Australien? Deswegen habe ich Australien nicht genommen. Ich bin so... Oh, ist das... Ist das dumm? Wo habe ich denn jetzt? Das muss ich mir im Nachgang gleich nochmal angucken. Ich habe da oben irgendeine Landkarte, also Karte, irgendeine Flagge gesehen, die wie Australien aussah. Und dann habe ich Australien nicht mehr genommen. Das muss... Oh, ich bin komplett dämlich. Egal, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der nächste Part wird mal etwas erfolgreicher. Und tschüss.